das Trizeps drücken. Hier in der Version, wie ich sie mache, ist noch mit einer Abstützung mit drin und kann das Ganze natürlich auch ohne machen, das heißt einfach gerade hoch. Ich habe für mich einfach nur gemerkt, bei ein bisschen mehr Gewicht, um die Konzentration zu halten, ist die Abstützung super. Ich gerate nicht in Gefahr, alles mit Schwung zu machen, sondern wirklich rein aus dem Trizeps zu arbeiten und nur eine Bewegung im Unterarm zu haben. Mir hat mal jemand geschrieben, dass ich diese Übung doch besser von vorne machen sollte, da man hinten leicht abknicken könnte und sich verletzen würde. Mir ist das jetzt in den 10 Jahren, wo ich Kraftsport gemacht habe, noch nie passiert. Aber ich sag generell einfach, nehmt nur das Gewicht, was ihr drücken könnt, damit ihr euch nicht verletzt. Yes. Das ist eine super Übung, eine der ersten Übungen, die ich kannte für den Trizeps und immer noch in meiner Routine mit drin habe.